Hallo, hier ist Karl von der Wiener Fotoschule. Ich möchte euch sehr herzlich begrüßen aus Wien. Heute geht es um die Canon EOS R5 und EOS R6. Diese beiden Kameras wurden vor kurzem vorgestellt und sind aktuell in aller Munde. Heute haben wir die Chance, die beiden Modelle, die EOS R5 und EOS R6, einmal ausgiebig zu testen. Eine der wichtigsten Neuigkeiten ist der Bildstabilisator, der sich im Gehäuse befindet. Bei dieser Technologie, man nennt es auch koordinierter Bildstabilisator, arbeitet die Kamera und das Objektiv zusammen. Wenn du jetzt mit einem Teleobjektiv fotografierst, dann ist eher der Bildstabilisator im Objektiv wichtig. Und wenn du aber Weitwinkelobjektiv verwendest, dann ist der Bildstabilisator in der Kamera der wichtige und ausschlaggebende Teil. Ein Grund, warum der Bildstabilisator so gut funktioniert, ist das große Bajonett, denn das Licht kann hier wirklich in jede Ecke des Sensors gelangen. Wenn du jetzt EF-Objektive hast, kannst du die natürlich auch verwenden und die arbeiten auch mit dem Bildstabilisator perfekt zusammen. Der Autofokus arbeitet in allen Programmmodi, das heißt, egal ob du jetzt mit Blendenvorwahl, Zeitvorwahl oder manuellen Modus arbeitest, hier hast du keine Einschränkung. Der Autofokus kann gut mit Tieren umgehen, mit Menschen, es gibt eine Augenerkennung, es gibt eine Gesichtserkennung. Also hier gibt es diese Deep Learning Algorithmen, die dir helfen, wirklich schnell scharf zu stellen. Dank dem Deep Learning System kann es Tiere und Menschen sehr früh erkennen. Es erkennt Köpfe und stellt auf diese optimal scharf. Du kannst den Tiere- und Menschen-Autofokus natürlich auch abschalten, aber an und für sich gibt es hier nicht viel zu konfigurieren. Das System funktioniert wirklich sehr zuverlässig. Wenn du Sport fotografierst oder Tiere, ist es oft wichtig, eine sehr schnelle Bildfolge zu haben. Hier hast du 20 Bilder am elektronischen Verschluss und 12 Bilder am mechanischen Verschluss. Sehr leicht kannst du auch deine Bilder drahtlos auf deinen Computer oder auf dein Tablet bekommen. Du hast auf der einen Seite eine Bluetooth-Schnittstelle und eine 5 GHz WLAN-Schnittstelle, mit der du über die Canon Cloud deine Bilder ganz leicht speichern kannst, kabellos. Für Foto- und 4K-Videoaufnahmen verwendest du am besten eine SD-Karte mit einer Schreibgeschwindigkeit von ca. 300 MB. Möchtest du aber hochauflösendes 8K-Video drehen, musst du eine CF-Express-Karte haben mit einer Schreibgeschwindigkeit von 1500 MB pro Sekunde. Die EOS R5 ist eine universelle Kamera, die kannst du für Tiere, für Landschaft, für Porträt, für Hochzeit, für Naturfotografie, also für sehr viele Einsatzbereiche verwenden. Neu bei den Kameras ist, du hast jetzt bei allen EOS R5 und bei der EOS R6 drei Räder. Das heißt, du kannst Blende, Verschlusszeit, ISO jeweils auf ein eigenes Rad legen und bist sehr schnell in der Bedienung. Neu ist auch der Joystick, der die Bedienung einfach sehr, sehr praktisch macht. Du kannst deine EOS R5 oder R6 über ein USB-C-Kabel laden und du kannst es auch über eine Powerbank betreiben, die entsprechende Leistungsfähigkeit hat. Das heißt, hier bist du auch sehr gut ausgestattet. Standardmäßig natürlich ist auch hier drauf ein Mikrofoneingang, Kopfhörereingang und ein HDMI-Out. Was ist jetzt das Besondere an der Canon EOS R6? Mit einer Auflösung von 20 Megapixel werden sich einige von euch fragen, was nur 20 Megapixel? Aber die Canon EOS R6 hat die Gene der 1DX Mark III. Das heißt, dieser Sensor ist sehr rauscharm. Und wenn du jetzt viele Bilder machst, benötigst du natürlich nicht so eine hohe Kapazität für Speicherung. Du kannst die Bildqualität der EOS R6 vergleichen mit einer EOS RP, also mit ca. 26 Megapixeln. Die Frage, dass die Auflösung zu gering sei, das wird für viele Fotografen nicht zutreffen. Viele werden sich freuen, wenn die Bilddateien einfach nicht so groß sind. Der Hauptvorteil an der Canon EOS R6 ist die hohe Bildfolge bei sehr geringem Bilderrauschen, das heißt im Bereich Lowlight, Sportfotografie ist diese Kamera einfach bestens geeignet. Wenn ihr euch jetzt fragt, welche Kamera ist für mich die richtige, für die absoluten Freaks, die sehr viel Naturfotografie machen, die vielleicht einen Crop-Faktor benötigen, die sagen, okay, ich muss manchmal was aus meinen Bildern rausschneiden, weil ich brauche eine höhere Auflösung, wäre natürlich die EOS R5 die ideale Kamera. Und für die Filme natürlich, wenn 8K ein Thema ist, dann ist natürlich die R5 passend. Und für alle, die in 4K filmen, hast du auch mit der R6 eine Top-Bildqualität und wirst auch tolle Filme damit produzieren.
Wenn ihr aber jetzt vielleicht Studiofotografen seid oder sagt, okay, mir ist die Auflösung nicht so wichtig und ich möchte eine Kamera haben, die sehr rauscharm ist und mit einer hohen Bildfolge, dann wäre die EOS R6 die richtige Kamera. Danke fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Besucht uns in der Wiener Fotoschule. Dort könnt ihr die R5 und die R6 auch aus Gewicht testen.